Ich glaube, dass die ihre Spielweise nicht ändern werden. Das Spiel wird so hinauslaufen, dass Deutschland sehr viel Ballbesitz haben wird, sehr viel den Ball zirkulieren lassen wird, sehr geduldig spielen wird gegen die Slowaken, die vor allem gegen England große Probleme auf den Außenverteidigerpositionen oder besser gesagt auf den Außenpositionen Probleme gezeigt haben, wo die Engländer teilweise permanent gut durchgekommen sind. Das könnte eventuell ein Mittel sein, auch am Sonntag, dass man viel versucht, über die Außen sich durchzukombinieren und dann mit einem Rückpass oder mit Flanken zum Torerfolg zu kommen. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man die Slowaken, auch wenn man sie dominiert und auch wenn man eventuell in Führung geht, ja, trotzdem dranbleibt und eher auf das 2-0 spielt und nicht das so wie in Augsburg. Man sich sicher fühlt und weil da sind sie richtig gut und tun gnadenlos die Fehler bestrafen. Das würde ich grundsätzlich nie sagen. Es gibt einen Favoriten und es gibt sicherlich eine Qualität, wo Deutschland mehr mitbringt wie die Slowaken, aber in so einem Spiel kann alles passieren. Schiedsrichterentscheidungen oder Verletzungen oder rote Karte, das sind Nuancen, wo dann im Spiel entscheidet. Wenn Deutschland hochkonzentriert in dieses Spiel geht, ihre Chancen besser nutzt wie jetzt im letzten Spiel, dann denke ich, dass die Deutschen klar eine Runde weiterkommen werden.